So, moin und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute will ich mich mit den ganzen Sanitärsachen hier ein bisschen beschäftigen. Und zwar habe ich ja zuletzt hier diese Rillen in der Wand freigestemmt, damit man dann hier diese Profile einspachteln kann. Aber bevor ich diese Profile auf eine Tiefe einstellen kann, muss ich eben erstmal die ganzen Wandplatten für die Wandauslässe, beziehungsweise für die Duscharmatur und hier für die Toilette, die kommt ja wieder hier hin. Da habe ich jetzt eben sogar schon hier ein Loch gebohrt, vergessen zu filmen, bisschen dumm, aber gut, passiert. Habe ich das da gebohrt, hier ist aber auch nicht so wichtig, weil das kommt sowieso auf Putz, weil hier die Toilette ja hinkommt, sondern kommt hier auch so ein Kasten drumherum. Dementsprechend ist es da nicht so wichtig, aber hier drüben bei der Dusche, da habe ich auch schon ein Loch gebohrt, muss ich zugeben. Da unten bin ich gerade hochgekommen, aber ich muss jetzt da noch ein Loch bohren. Und zwar bohre ich da von unten diagonal an diesem Starkstromkabel quasi die Zuleitung zum Haus. Da bohre ich hoch, deswegen bohre ich nicht von oben nach unten, weil ich Angst hätte, von oben in das Kabel reinzubohren. Deswegen bohre ich lieber von unten nach oben, weil ich dann auch die Möglichkeit habe, näher an der Wand ranzukommen, wenn man ja kanntlich nicht in die Wand reinhalten kann, um gerade runter zu bohren. Genau, und weil ja hier dann die neuen Rohre in die Wand rein müssen, deswegen brauche ich hier einmal Warmwasser, einmal Kaltwasser. Ich zeige euch das jetzt aber nochmal unten. Ja, hier ist halt das Hauptzufuhrkabel zum Verteilerkasten oben. Hier ist noch ein Stromkabel, keine Ahnung, wo das hingeht gerade, aber ist auf jeden Fall in Benutzung. Ich denke, das ist für nebenan. Das heißt, ich bohre jetzt quasi das nächste hier rein, dass ich dann hier mit meinem Kaltwasser und Warmwasser kommen kann und hier hochgehen kann. Außerdem kommt dann hier irgendwo auch noch das Abwasser von der Dusche runter und wird dann wieder hier hintergeleitet. Also das ist schon relativ viel, was hier zusammenkommt hier unten. Wir haben aber den Luxus, dass wir das eben hier unten in einem Zimmer einfach machen können und nicht alles in die Wand reinlegen müssen. Das ist immer wesentlich mehr Akt. So überlegt man sich halt einmal, okay, wo kommt alles runter und dann passt es. Dadurch, dass es halt nur eine Waschküche ist, muss es auch nicht wahnsinnig schön sein. Man kann es einfach sinnvoll machen, wovon ich echt ein Fan bin. Dann bohren wir mal. Das sind ja 18er oder 16er Rohre, die ich dann im Querschnitt habe. Das heißt, ich bohre jetzt hier einen 24er Bohrer. Warum 24er? Damit ich noch den Schutzschlauch drauf machen kann. Das erkläre ich dann aber, wenn ich die Schläuche durchstecke. So, zwei parallele Löcher. Und viel Staub. Jetzt sind wir hier an der Hauptleitung Kaltwasser. Die kommt hier unten ins Haus rein und wird von hier verteilt. Außerdem habe ich hier Warmwasser. Warmwasser ist hier mit einem 15er Kupferdurchschnitt, Querschnitt. Hier gingen die alten Rohre hoch. Total strange gemacht, weil normalerweise sagt man irgendwie so 15 mm ist so für einen Verbraucher. Und jetzt hing eben das ganze Bad an diesem einen 15 mm Rohr. Ich habe sie gestern gefragt, als wir sie besucht haben im Altersheim, ob sie irgendwann mal da Probleme mit hatte. Dass mal irgendwann kein warmes Wasser da war, wenn jemand sich die Hände gewaschen hat oder so, meinte sie nein. Deswegen werde ich das auch einfach so machen, weil nämlich hinter dieser Wand hier die Treppe ist und ich keine Möglichkeit habe, jetzt hier 1,5 Meter quer durchzubohren, um mein neues Rohr zu legen. Deswegen nehme ich jetzt aber, was ich hier habe, gehe hier dran und nutze das einfach weiter. Genau, Kaltwasser, wie ihr hier seht, ist ein 20er Durchschnitt oder 22, glaube ich. 22 müsste es bei Kupfer sein, 20 ist bei Aluverbund. Genau, 22er Querschnitt. Und am wichtigsten ist erstmal zu überlegen, wie viele Abnehmer habe ich denn überhaupt jetzt hier, die ich mit diesen beiden Leitungen versorgen muss. Und zwar habe ich jetzt hier in dem Bad oben drüber, habe ich einmal das Waschbecken, die Toilette und die Dusche. Da war ja eine Badewanne, das habe ich alles weggemacht. Deswegen habe ich auch mich entschieden, alles ab hier unten neu zu machen am Rohr. Das hätte ich auch lassen können, aber dann wollte ich nicht eben so einen blinden Stopfen in der Wand haben. Deswegen habe ich mich dagegen entschieden und mache das neu, alles ab hier. Außerdem habe ich ja hier an den Rohren generell geändert. Zum Beispiel hier das alte Toilettenrohr, was ja hier war. Das kommt jetzt hier hinten hin, weil hier ungefähr hier dann die Wand steht. Dementsprechend musste ich ja das auch zu betonieren, habe ich auch schon gemacht. Hier brauche ich zurückgebaut. Hier muss ich mir auch noch was überlegen, da bin ich auch noch nicht so ganz happy mit. Das finde ich eigentlich ziemlich bescheiden, dass es hier so in der Gegend rumhängt. Naja, auf jeden Fall. Hier unten soll eine Waschküche draus werden. Die Waschmaschine steht auch hier. Jetzt habe ich überlegt, was mache ich hier am sinnvollsten. Und jetzt kommt hier das Klo runter und ich würde gerne die Waschmaschine hier hinstellen. Das heißt, ich brauche hier auch noch einen Wandauslass, einen Hahn einfach. Der kommt hier hin. Genau, das sind eigentlich alle Abnehmer, die ich hier habe. Also insgesamt 4 kalte und 2 warme. Dusche und Waschbecken. Die beiden. So, das heißt, warm brauche ich einfach nur hier mit dem T-Stück. Warm hier wieder verlängern und warm muss ich dann hier hinten langziehen und da hinten, wo ich hochgebohrt habe, da hinten hochgehen. So, das ist das eine, aber kalt muss ja auf jeden Fall auch dahinter. Muss hier hoch, wo das Klo ist, muss hier runter, wo das und muss hier rüben hin, wo das Waschbecken auf der anderen Seite hinkommt. Wir haben uns hier für eine Aufputzarmatur entschieden. Die sieht so aus. Einfach nur ein Schlauch. Warmwasser, Kaltwasser. Hier sieht man auch schön, wichtig, kalt ist immer rechts, warm ist immer links. Ich merke mir kalt rechts, das ist ein K und ein R, hat beides diesen Strich links und dann eben diese Form. Deswegen kalt rechts, KR, merke mir das. Das soll auf jeden Fall hier hin. Keine Regendusche, wie ich schon gesagt habe, da ist einfach nur hier dieser eine Anschluss für den Schlauch. Und die Duschstange ist auch in einem Set mit dabei, das wir da gekauft haben. Die wird wahrscheinlich hier hinkommen.
Das heißt, hier müssen zwei Wandscheiben rein. Bei Wandscheiben gibt es einige Sachen zu beachten. Deswegen erstmal hier vorbereiten und erstmal die Rohre in die Wand legen, weil die müssen verdeckt sein und genau diese Dinger. Und da kann ich morgen bei der Arbeit dann, wenn ich da sitze, kann ich mir dann das passende Material bestellen, um das zu montieren. Beziehungsweise die Wandscheiben und dann gibt es hier noch so eine Montageplatte für die Wandscheiben, weil die auf einer Ebene liegen müssen. Deswegen mache ich das heute, bereite ich das alles soweit vor, damit ich das ganze Zeug bestellen kann, dass ich weiß, was fehlt, was ich noch brauche, weil das Zeug ist im Baumarkt alles brutal teuer. Und es ist wesentlich besser, das einfach online zu kaufen. Bei Heima24 ist ein guter Shop. Kommt immer alles sofort. Und also die haben wirklich einen krassen Versand. Man bestellt es und zwei Tage später ist da. Und das wirklich von so einem total großen Unternehmen und auch große Sachen, also Toiletten und dies und das. Aber die haben auch Geräte und Pressbacken und alles, was man hier für sanitär braucht, bieten die an. Und ich werde auch noch andere Sachen wieder bestellen. Also so sieht so eine Wandscheibe aus, Wandscheibe, weil hier gibt es auch teilweise mit so einer Scheibe. Und das sind eben die drei Punkte, mit denen man es festschrauben kann. Und dafür gibt es eben diese Montagebretter, Montageplatte, so heißt es. Die stemmt man hier so aus, schraubt die dann da rein und dann hat man wirklich diesen perfekten Abstand. Weil die müssen natürlich auch in der Entfernung hier so, müssen die natürlich auch richtig sitzen. Das heißt, ich brauche die Dinger schon mal nicht kaufen, dann habe ich welche. Also ich brauche noch mehr davon, aber die habe ich auf jeden Fall schon mal hier. Die dürfen auch zu weit hinten sitzen, da gibt es Verlängerungen dafür, das ist kein Problem. Die kann man beim Baumarkt kaufen, die kosten auch fast nichts. Die dürfen jetzt natürlich nicht 3 cm weiter rausgucken. Das ist natürlich, das geht nicht. Die müssen am besten bündig mit der Wand sitzen. Das ist Optimum. Das hier ist dieses Alu-Verbundrohr, Mehrschichtrohr, Plastik, Metall, Plastik. Und das hier ist dieser Schutzschlauch. Und den gibt es in verschiedenen Dicken. Das hier ist jetzt für Kupfer 15 mm, aber das passt auch super über den hier drüber. Und der ist eben dafür da, dass wenn das Rohr sich ausdehnt und wieder zusammenzieht, einfach bei Wärmedifferenzen, dass dann nicht das Rohr sich aufscheuert an irgendwelchen spitzen Kanten, sondern dass es einfach das hier hat, auf dem es quasi sliden kann und sich bewegen kann zum Arbeiten. Ich habe jetzt hier leider nicht so viel von dem Rohr, das heißt, ich muss eigentlich sowieso nochmal zum Baumarkt. Schade, oder? Ich liebe ja Baumarktaufenthalte. Ich brauche auch ein 16er Rohr generell mehr. So, und das ist eigentlich schon mal gar nicht schlecht hier. Allerdings da unten sieht man jetzt nicht. Ein Buchwandel kommt ja quasi bis hier dran. Das heißt, ich muss hier unten noch ein bisschen mehr freistemmen, dass ich dieses Rohr, weil dieses Rohr, das lässt sich knicken. Das ist das Besondere an dem Rohr. Das ist nicht immer gerade, sondern man kann es wirklich in Position knicken. Da muss man aber auch sehr vorsichtig sein, weil wenn es dann richtig, wenn es einen Knick hat, im Sinne von, ist es abgeknickt, dann kann man es nicht mehr benutzen. Dann muss man es wegschmeißen oder irgendwie eine Kupplung reinmachen. Auf jeden Fall muss ich hier freistemmen, damit ich damit wirklich ganz in die Wand reinkomme. Weil ich mit meiner Duschwanne dann wirklich auch bündig an die Wand will und dann nicht hier ein Rohr, was noch in der Gegend rumhängt, gebrauchen kann. Außerdem muss ich noch diese Ecken ein bisschen freistemmen, damit ich das eben ganz reinmachen kann. Das Ganze wird mit so einem, ich nenne das Hilti-Band. Ich habe hier eigentlich gar keins mehr. Nee, aber es wird auch mit so einem Lochband in der Wand befestigt. Das kann man dann schön mit Schlagdübeln machen. Das zeige ich euch dann aber auch nochmal. Stimmt's, Frau Possi? So ist es. Ist recht, oder? Was man mit dieser Zange macht und so, kommt dann auch noch. Was habe ich gerade alles gemacht, was ich gesagt habe? Hier schöne Rundung reingemacht, können dann die Kabel, genau. Kennt ihr diese Wasserkabel? Die können jetzt durchgelegt werden. Änderung, ich mache doch nichts mit 18er Rohr. Ich dachte gerade so, ja, ich habe nur 18er Rohr, aber ich mache jetzt doch alles mit dem 20er Rohr, weil man braucht für jede unterschiedliche Fittingart eine eigene Pressbacke. Pressbacke kostet zwischen 70 und 150 Euro. Und für dieses Alu-Verbundrohr habe ich nur die Pressbacken 20 und 26. Das heißt, ich mache jetzt einfach alles mit 20, auch wenn es überdimensioniert ist. Aber es macht preislich eigentlich fast keinen Unterschied von den Fittingen her und beim Rohr auch nicht. Deswegen, why not? Ja, mache ich jetzt so. Wie gesagt, das hier ist eben dieser DWS-Isolierschlauch. Kommt mit einer DIN-Norm auch, ganz ordentlich. So, und davon brauche ich jetzt zwei Stücke, die durch die ganze Wand durchgehen und bis in den Keller. Weil es soll ja auch hier wieder zugeputzt werden. Dementsprechend muss das überall sein. Das heißt, ich schneide mir jetzt zwei Stücke zu, die so lang sind, dass die bis in den Keller gehen. Und normalerweise, wenn man das beim Hornbach kauft, nee, beim Bauhaus, dann kommt es normalerweise mit so Gummis. Weil so, wenn man es jetzt loslässt, wickelt sich die ganze Rolle ab. Ist ein bisschen kacke, aber geht trotzdem. Aber mit den Gummis gefällt mir schon besser. Das könnt ihr ruhig unten ein Stückchen rausgucken lassen. Das mache ich jetzt mal hier oben. Das kann auch gerne oben ein Stückchen länger sein. Da kostet die Rolle 7 Euro. Ich weiß nicht, was daran so teuer sein soll. Das ist ja nur Plastik. Aber es ist halt so. Was soll man machen? Man braucht es halt. Ein 20er Rohr ist natürlich schon eher eng hier unten. Ich habe jetzt aber die beiden Löcher noch zusammen gemacht. Also zusammengestemmt, dass jetzt quasi ein Langloch ist. Da möchte ich mir unten dann nochmal ziehen gleich. So, zack, das hier. Ja, jetzt ist das, was ich hier meine. Jetzt habe ich hier diese halb abgewickelte Rolle. Naja, man kann es auch mit Panzertape wieder zusammen machen. Manchmal ist es auch einfacher, das erste drum zu wickeln und dann durchzustecken. Aber weil ich das jetzt natürlich hier wieder nicht so mega breit gebohrt habe, stecke ich das einfach so rein. Ich lasse es jetzt hier erstmal
raushängen in dieser Länge hier. Hier unten das mit dem Reinbiegen, das mache ich dann auch noch mit einem Stück Holz am besten, dass ich da nicht so viel scharfe Kante aufwende. Wenn ich hier unten in die Ecke rein will, wie ich gesagt habe. Was man auch gut machen kann, ist, man kann es nochmal ein Stück hochziehen, dann diese Ecke reinbiegen, die man möchte. Ich will ja quasi jetzt eine S-Kurve haben. Jetzt schiebe ich das hier runter. Zack, jetzt ist meine S-Kurve genau hier unten in der Wand. Verstanden? Also ich biege weiter oben ein S, schiebe es dann runter, weil unten in der Ecke ist immer schwierig hinzukommen und dann verbiegt man es am Ende noch und kaputt und so. Also jetzt habe ich einfach unten das gebogen, hier, und dann runtergeschoben. Da habe ich mir schon wieder ein bisschen was an Akt gespart. So, jetzt muss ich hier noch ein Rohr reinkriegen. Würdest du sagen, ist die gut? Ja, ist nice. Mhm, ja, okay. Foto vielleicht noch? Top. Das Rohr, was ich jetzt hier hatte, eben hatte ich als 2 Meter Stück gekauft. Gibt es aber auch als 10 Meter Stück auf der Rolle. Also ich meine, das zeigt ja offensichtlich, dass man das sehr gut rollen kann. Also auch biegen kann insgesamt. Und deswegen benutzt man das halt auch so viel. Weil man sich ganz viele Winkel einfach sparen kann dadurch. Total geil. Es ist jetzt nicht so, dass es gar keine Steifigkeit hätte. Also es ist schon relativ steif. Und ich kann euch das nochmal zeigen. Das kann ich mir jetzt zum Beispiel einfach hier so gerade biegen. Weil ich brauche ja ein gerades Stück, um hier runter zu gehen. Das heißt, ich biege mir das jetzt hier einfach schön gerade beim Abwickeln quasi und habe dann ein schönes Stück Rohr. Seht ihr? Ich habe jetzt hier gerade nochmal so ein Stück Rest gefunden, was ich noch in meiner Kiste hatte. Also so sieht zum Beispiel so eine Ecke aus, die man nicht mehr benutzen kann. Ist dann einmal zu weit geknickt, das sieht dann so aus. Und dann ist dieses Alu, was da drin ist, kaputt. Ich meine, man kann das dann wieder gerade machen, aber es wird halt niemals dicht sein. Und wenn man das so macht, kann es halt jederzeit passieren, dass wenn das jetzt irgendwie verputzt und so, kann es sein, okay, da ist eine undichte Stelle, muss alles wieder aufmachen. Und wenn man das, also ihr seht es jetzt schon, jetzt habe ich es einmal in die andere Richtung geknickt, ist einfach kaputt. Also da ist jetzt nur noch das innere Plastik hier, was das jetzt zusammenhält. Also es ist nicht super stabil und man muss vorsichtig damit arbeiten, aber wenn man damit richtig umgeht, ist ein mega geiles Material. So. Und bin angekommen. Eine andere gute Abwickelvariante ist übrigens, das einfach auf den Boden oder an der Wand hochzurollen. Dann kriegt man auch ein schön gerades Stück. Hier kommt jetzt die Zange zum Einsatz. Die hat hier so eine relativ scharfe Schneide. Wir haben jetzt eben gemerkt, dass das Rohr sehr weich ist. Ich schalte jetzt mal hier ab, weil ich nicht genau weiß, wie weit ich jetzt unten rausgucke. Also, jetzt habe ich das hier abgeschnitten und ihr seht, dass das Rohr jetzt nicht mehr rund ist, sondern eierförmig. Dafür, also es gibt hier so ein Tool, das hier, Entgrat- oder Kalibrierwerkzeug, wird mal so genannt. Hier sind 3 verschiedene Größen, 16er, 26er und 20er steht da drauf. So, und damit kann ich jetzt hier reingehen und es hat auch so 2 Messer hier dran. Ich gehe hier rein, drehe das, dabei entgrate ich das Rohr, was man wirklich machen muss, um es verpressen zu können, damit man es auch wirklich 100% in den Pressfitting reinkriegt. Und man hat diesen Pin hier, der macht das wieder rund. Das ist Sinn der Sache. Deswegen benutzt man das. Und das gibt es auch noch, ich glaube, vom Jäger direkt. Das ist wesentlich größer und aus Metall. Dafür ist das, was auch ganz cool ist, wenn ihr mal irgendwie eine kleine Ecke gerade biegen müsst, dann könnt ihr es auch hier oben reinstecken und das hier hinten nochmal besser ausrichten, als wenn ihr nur da dran macht, weil dann hat man wieder diesen kleinen Hebel und verbiegt wieder das Ende des Rohrs. Jetzt habe ich das hier quasi vorbereitet und weiß, was ich hier bestellen muss. Aber für hier drüben, hier muss ich nichts vorbereiten, weil hier kommt dieser Kasten hin. Das Rohr wird auf Putz gelegt, habe ich ja gesagt. Das heißt, ich kann hier erst spachteln. Ich könnte sogar theoretisch erst mein Klo hinstellen und die Trockenrohrwand machen. Dann müsste ich das ja gar nicht spachteln. Auch eine Variante, nicht nur überlegen. Aber das ist egal. Loch dafür ist gebohrt, um es hier durchzustecken. Was jetzt noch ist, ist das Waschbecken hier drüben. Das Waschbecken war vorher hier und soll jetzt von hier rübergesetzt werden. Wir hatten hier noch eine Badewanne, die fällt weg. Und um es einfach ein bisschen aufzulockern hier, setzen wir das hier rüber. Diese Rohre hier, die sind eigentlich relativ schön unten gelegt, deswegen würde ich die gerne erhalten. Das heißt, ich muss das hier freistemmen, dass ich die Rohre einfach nur hier rüber lege. Das ist natürlich auch wieder mit diesem weißen Rohr hier, mit dem Aluverbundrohr relativ entspannt. Und mit dem KG-Rohr hier, das ist das graue, das Abwasserrohr, das kann man ja auch relativ simpel hier rüberlegen. Das Ganze wird übrigens normalerweise auf eine Höhe von 60 gemacht und die Duscharmatur zwischen 1 Meter und 1,20 Meter. Ich denke, ich werde jetzt hier auf 1,10 Meter gehen, weil ich weiß ja nicht, wer hier einzieht, wenn wir das vermieten. Und wenn du jetzt irgendwie ein Kind hast oder so, ist angenehmer für ein Kind vielleicht, wenn man da auch drauf gucken kann. So, 60 cm, das heißt, wir haben hier, das ist gar nicht schlecht, kriege ich noch ein kleines Gefälle hier rein und die Wandauslässe sitzen dann hier. Ich habe das mal mit meiner Frau besprochen, also ich habe hier ein Streichen gemacht, soll ein 80er Waschtisch werden. Das heißt, wir müssen gar nicht so weit hier rüber, wir müssen echt nur mal gucken, wo die Mitte ist. 80er Waschtisch, fahren wir hier, das ist ja meistens 40, ne, die Hälfte von 80. Das heißt, da muss ich hin und das ist gar nicht so viel Akt. Äußerst sinnvoll hier mit dem Pi mal Daumen. So, dann hatten wir ja gesagt, 60 hoch über dem Boden. Hier kommt jetzt ja noch Fußbodenheizung rein. Nivelliermasse drauf, Fliesen drauf. Also wir haben bestimmt nochmal 15 mm Aufbau, wenn ich 2 cm. Deswegen setze ich es einfach auf 62. 62 ist hier.
Genau. Und von da müssen wir hier rüber. Machen wir jetzt. Also ich stemme jetzt nicht den ganzen Schlitz. Ich stemme jetzt erstmal nur das andere frei, damit ich gucken kann, was ich bestellen muss. Dann bestelle ich das und wenn es dann soweit ist oder morgen oder so. Also je nachdem, wann die dann liefern, Heimar 24. Dann stemme ich das, wenn alles soweit ist. Bis dahin jetzt erstmal stemme ich jetzt nur da unten frei. Bei horizontalen Schlitzen muss man ein bisschen aufpassen, weil man schwächt ja die Wand quasi auf ein ganzes Stück, indem man einfach was rausnimmt. Und ja, man verputzt das dann wieder und macht dann wieder was rein. Aber trotzdem, also man könnte jetzt nicht über die komplette Wand hier, wenn die tragend ist, ein Rohr verlegen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die nicht tragend ist, wie es dann hört. Aber es ist auch sowieso nur so ein kleines Stück. Deswegen ist es in Ordnung. Vertikal schlitzen ist wieder was anderes, weil da nimmt man ja quasi immer nur so eine Ecke weg. Also wenn ich jetzt dieses Rohr hier in die Wand einlassen würde, dann würde ich ja auch nur so eine kleine Ecke wegnehmen. Das wäre nicht schlimm. Aber wie gesagt, horizontal muss man mal gucken, aufpassen, erstmal überlegen, macht es Sinn. Hier habe ich auch 18er Rohr. Dafür muss ich mir auch Adapter bestellen. Das mache ich jetzt fertig, schreibe mir alles auf, was ich bestellen muss. Und dann kann ich das morgen früh bestellen. Dann schicken die das auch noch morgen früh raus. Und dann war es erstmal für heute und wir sehen uns morgen wieder. Guten Tag! Es ist jetzt schon 2 Tage später. Gestern habe ich den ganzen Nachmittag nur gestemmt in der Küche, die restlichen Fliesen runter. Und wir waren auch schon weggefahren. Deswegen habe ich da nichts gefilmt. Ich hatte gehofft, ja, dass heute schon die Sachen ankommen, die ich gestern Morgen bestellt habe, aber die sind nicht mal verschickt. Also Trauerspiel. Aber was dafür gekommen ist, ist die Duschenanne. Geil verpackt, oder? Hier sieht man einfach das GFK. Und hier so ein bisschen so. Naja. Aber was eigentlich interessant ist, sieht sie viel zu groß aus oder nicht? Ich habe sie noch nicht hier hingekriegt, wenn wir es zusammen machen. Und da war sie? Sieht die viel zu groß aus? Ist, glaube ich, okay, oder? Also ich meine, ja, wenn man hier reinkommt, hat man hier so einen Korridor. Aber ich denke, es ist okay, weil hier nur so eine Glaswand hinkommt und nichts Festes. Die dürfte aber echt kein Millimeter größer sein. Also wirklich, so wie sie ist, ist top. Aber größer dürfte es nicht sein. Mal ein Foto. Wenn jetzt Caro sagt, die ist zu groß, dann machen wir die bei uns ins Obergeschoss, weil da muss ich auch noch ein Bad machen. Und wir kaufen hier eine längere, aber dafür weniger Tiefe. Naja, mal sehen, was sie sagt. Ansonsten werde ich jetzt gleich die ganzen Nischen fertig mauern, damit es fertig ist. Das werde ich jetzt nicht filmen, weil es sich nicht lohnt. Also ihr habt gesehen, wie ich mauere in dem vorherigen Video. Das heißt, wenn ihr dazu eine Frage habt, guckt euch das Video an. Oder schreibt es dort in die Kommentare, damit ich es dort beantworten kann. Das soll nämlich ein reines Badvideo sein, beziehungsweise sanitär. Und da sind wir eigentlich auch ganz gut dabei. Dementsprechend sehen wir uns, wenn das Zeug da ist. Jetzt ist Freitag und das Paket ist natürlich nicht gekommen, beziehungsweise eine von 2 Teilsendungen ist angekommen. Ich hätte aber gerne 2 Teilsendungen gehabt. Und die Teilsendung, die ankam, war natürlich nur die Rohre, die ich bestellt habe, aber nicht die Fittinge, die ich brauche. Dann beschäftige ich mich halt heute hiermit. Und zwar Wand eingelassenes WC einbauen. Wir haben hier so ein paar Sachen, auf die man achten muss. Unter anderem haben wir hier noch dieses Rohr in der Ecke. Das war ja auf kurz gelegt, das will ich weghaben. Das heißt, das kommt jetzt hier in die Ecke. Hier wird jetzt so ein insgesamter Vorbau kommen, mit hier so einer Nische dann in der Wand, dass man hier dann Sachen reintun kann. Also irgendwelche, ja, keine Ahnung, Cremes oder keine Ahnung was. Naja, und damit ich eben hier mein Rohr retuschieren kann. Das heißt, mein Rohr kommt hier in der Ecke hoch, das mache ich hier drüben weg. Dann habe ich hier das Klo, hier wird die Wand zugemacht und hier kommt eine Nische rein. So ist der Plan und das will ich jetzt heute machen und vorbereiten. Ich weiß nicht, wie weit ich mit heute komme, weil es ist schon wieder relativ spät. Und ich muss dann nochmal zum Baumarkt. 4:15. Mal gucken. Ich muss hier auf jeden Fall auch noch durch den Boden durch. Da muss ein 100er Rohr rein. 100er Rohr habe ich jetzt auch gerade nicht hier. Das heißt, das muss ich auch beim Baumarkt holen. Aber bohren kann ich ja schon mal. Ich habe hier, das ist der Adapter, der bei dem Klo dabei ist. Also das Rohr vom Klo geht hier rein und diese Seite steckt man in das 100er Rohr, 100er HT-Rohr. 110, wenn man es genau nimmt. Dann gibt es ein paar Sachen, auf die man achten muss. Zum Beispiel muss man erstmal überlegen, auf welcher Höhe soll das Ganze hängen. Da ist die allererste Frage, auf welcher Höhe ist denn am Ende der Fußboden? Da ich ja hier in den Fußboden, die Fußbodenheizung reinfräse und dann da nur noch Fliesenkleber in die Nivelliermasse, also erst Nivelliermasse, dann Fliesenkleber und dann Fliesen drauf kommt, habe ich maximal einen Aufbau von 2 cm. Also rechne ich mal mit 2 cm. Dann haben wir hier bei diesem Klo ab dieser Oberkante 13 cm. Das ist unsere Marke, mit der wir messen hier. Und ich habe das jetzt gerade mal hier rausgesucht, ich zeige euch das mal. Also da seht ihr diese Tabelle und für kleine Menschen sollte der Abstand A, das ist der hier, also von der Oberkante Fußbodenbelag bis Mitte Rohr, sollte für große Menschen 2,40 sein und für kleine 2,20, nicht 2,40, sondern 24 cm, das ist alles Millimeterangaben. Und dann der Abstand B, was vom Bodenbelag bis diese Markierung, die ich gerade angezeichnet habe, sollte zwischen 990 mm und 1010, also 1,01 m. Da ich eigentlich, also ich persönlich bin ja groß und ich bin auch generell ein Fan davon, dass die Toiletten weit oben hängen, gehe jetzt einfach mal von diesen 1,10 m aus, 1,01 m. So, und diese 1,01 m plus 2 cm, 1,02 m muss ich von diesem Boden aus sein, bei dieser Kante hier. Also ich würde euch das auch empfehlen, das hier anzuzeichnen. Hier ist auch eine Marke reingeritzt. Vielleicht kann ich euch da mal hier dieses Foto, was ich jetzt gerade mache, einblenden. Also die ist hier reingestanzt. Und damit
will ich auf 1,2 Meter gehen. Diese Füße hier kann man einstellen in der Länge, weil manche Leute stellen es halt nicht auf den Estrich, sondern stellen es schon auf die Bodenplatte und der Estrich kommt danach. Deswegen sind die so krass weit variabel. Ich ziehe die jetzt nochmal ein Stück raus hier. Da sind so Klemmvorrichtungen drin, dass man das, also man kann das lose machen, dann einstellen. So, jetzt habe ich hier 1,2 Meter. Jetzt nehme ich hier meine Knipex. Ist jetzt nicht das optimale Werkzeug dafür, aber es funktioniert. Und ziehe das hier schon mal an. Und dann lasse ich es auch erstmal so. Die andere Seite richte ich dann, wenn es soweit ist, mit der Wasserwaage aus. Und die müsst ihr schon gut festmachen, hier diese beiden Schrauben. Sonst kann es euch theoretisch am Ende passieren, dass es euch runterrutscht, das Klo. Genau, also die Seite ist eingestellt, die andere ist noch nicht fest. Und könnt ihr jetzt sehen, hier kann ich noch so rausziehen, da steht es schief. Und da kann man dann am Ende hier oben die Wasserwaage draufstellen und das nochmal ausrichten. Aber viel wichtiger ist jetzt erstmal, dass ich mir das anzeichne und dann da unten mein Loch schon mal stemme, wo ich mit dem 100er HT-Rohr durch muss. Das andere Loch hier habe ich schon gebohrt für Frischwasser, das kann ich dann hier links hochlegen. Das geht dann hier hinten in den Spülkasten rein. So der Plan. Jetzt heißt es erstmal anzeichnen. Dann stelle ich hier hin und dann messe ich doch mal, wo ich hier hin möchte. So finde ich eigentlich nicht schlecht, oder? Bin ich mit zufrieden. Die Tür ist hierhin auf von der Dusche. Das heißt, der Kasten wird irgendwo bis hierhin gehen. Finde ich gut. Jetzt habe ich hier, wie gesagt, die Schablone. Das Loch, das wird ja sowieso größer als geplant. Den Rest schäume ich dann einfach aus. Also erstmal bohre ich jetzt hier einige Löcher. Dafür decke ich das hier nochmal ab, dass mir hier kein Staub reinkommt. Und dann muss ich hier drüben auch noch ein Loch bohren. Hier. Und mich erstmal damit beschäftigen, wie ich dieses Rohr oben auf dem Dachboden dann umlege. Dazu nehme ich mir hier jetzt wieder den 24er Bohrer oder was das ist. Rein damit. Wieder hier Bohrschlagfunktion. Und dann bohre ich mir jetzt den Rand hiervon. Einfach komplett einmal rum. Jetzt eine Weile bohren angesagt. Da ist natürlich direkt ein Markierungseisen. Da habe ich mir noch den Staubsauger dazu geholt, dass ich sehen kann, wie meine Markierung ist. Also ein großes Loch ist es schon mal. Aber hier ist jetzt noch ein Bewährungseisen. Die im Keller sind, habe ich alle schon weggemacht. Und das, was man da unten sieht, das ist die Stromleitung. Da habe ich zum Glück nicht erwischt. Ich muss hier auf jeden Fall noch ein bisschen größer stemmen. Hier soll die Frischwasserleitung runtergehen, das passt. Aber hier sind es noch nicht ganz 110 mm, das muss noch ein bisschen größer werden. Da bin ich also dran. Jetzt ist frei und ich total geschwitzt. Aber so muss es aussehen. 110 haben wir in beide Richtungen. Jetzt muss ich mich diesem anderen Rohr annehmen. Also es ist wie gesagt ein Lüftungsrohr, das heißt es braucht kein Gefälle. Jetzt hatte ich natürlich die Idee, hier wird hier die Decke abgehängt. Was ist denn, wenn ich das einfach unter der Decke hier lang führe und hier wieder runtergehe? Es ist insofern richtig hohl, dass das hier hochgeht durch die Decke, dann hier oben rüber geht und dann hoch. Aber dadurch, dass es hier nur Luft ist, dürfte das ja eigentlich ziemlich egal sein. Deswegen denke ich, mache ich es so. Einfach hier direkt 90 Grad Bogen drauf. Da ist meine Decke, muss natürlich ein Stück runterkommen, aber hier ist ja eine gute Deckenhöhe. Ist ja jetzt nicht, dass hier ein Deckenhöhenproblem wäre. Ich kann sogar mal 90 Grad Bogen holen. Also mal angenommen, ich mache das so. Dann habe ich von hier 12 cm. Ich komme 13 cm runter. Das wäre schon niedrig. Ich wäre eigentlich gerne nur 7 cm runter. Ich habe keinen Bock, ein Loch über Kopf zu bohren von hier. Wir können ja mal hochgehen auf den Dachboden gucken, wie es da aussieht. Dazu messe ich jetzt nochmal hier den Abstand von Ecke zu Ecke, damit ich weiß, wo ich oben runter muss. So, hier oben ist ganz gut isoliert. Das kann ich euch gerade nochmal zeigen hier. Licht angeht. Das sieht auch nicht schlecht aus hier. So, und hier ist das, was ich eben gerade erzählt habe. Da geht das Rohr runter und da will ich runter. Sowieso eine strange Art und Weise, wie es gebaut ist. Ich hoffe, man kann mich sehen von der Helligkeit her. Auf jeden Fall 1,65. Also das würde ja gar keinen Sinn machen, wenn ich das so machen würde, wie ich gerade gesagt habe mit der Decke. Also ich muss da hinten nochmal bohren. Und ich kann das nur von unten bohren, weil eben hier zu wenig Platz ist für die Bohrmaschine. Das heißt, ich muss von unten hoch bohren. Richtig Bock. Aber gut. Ja, mal gucken, wie gut hier durchkommen. Also ich habe ja gesagt, von Überkopfbohren bin ich kein Fan, aber es ist halt das Einzige, was hier dran kommt. Das heißt, ich muss mir jetzt irgendwas bauen, dass mir nicht alles ins Gesicht fällt. Ja, eigentlich würde ich gerne was 3D drucken, aber dafür habe ich jetzt keine Zeit. Deswegen werde ich jetzt einfach mit Panzertape den Schlauch bzw. das Rohr direkt an die Bohrmaschine dran tapen. Wenn ihr hier so eine Rosette bei eurer Maschine dabei habt, dann macht ihr auf jeden Fall drüber. Die rettet schon so viel an Dreck, das was dann nicht in das Bohrfutter reinfällt. Deswegen würde ich immer empfehlen, das zu benutzen. Wie ihr seht, es wird einfach hier abgewiesen und fällt dann hier runter. Ich bohre mit, wahrscheinlich mit rechts wieder hier. Das heißt, ich werde mir irgendwie diesen Rohr hier hin tapen. Genial, oder? Na, am besten nicht an den drehenden Teil. Das wäre ein bisschen dumm. Nur ein bisschen.
fällt schon nur die Hälfte runter. Hoffe ich jedenfalls. Kann natürlich sein, dass ich falsch liege. Hier vorne sind noch so Kühllamellen, die wollte ich jetzt auch nicht zukleben, deswegen habe ich sie hier hinten so komisch hingeklebt. Not macht erfinderisch. Hier nehme ich mir jetzt auch wieder einfach ein HT-Rohr, was da hochkommt, und zeichne mir das schon mal an. Mann, das wird echt keinen Spaß machen. Ich kann jetzt aber auch ein bisschen weiter weg von der Wand, weil ich sowieso hier, theoretisch könnte ich sogar hier hin, wenn ich wirklich die Decke abhänge. Und ich werde das jetzt bewusst ein Stück größer bohren, weil was ich jetzt eben hier für einen Fehler gemacht habe, was ich auch jedem empfehlen würde, immer größer bohren, weil wenn man zu klein bohrt und vor allem an der Wand, nah an der Wand, dann kriegt man das nicht mehr größer gestimmt, weil man hat keinen Winkel mehr, wo man ansetzen kann. Und man versucht es größer zu machen und es geht nicht. Ich habe jetzt auch eben hier wieder ewig lang rumgemacht, weil ich wieder zu klein gebohrt habe, weil ich einfach nicht so ein großes Loch machen wollte. Aber es wird eh ausgeschäumt und so. Deswegen lieber ein größeres Loch und mehr Zeug reinfüllen als andersrum. Weil andersrum macht es richtig viel Arbeit. Hier ist das natürlich auch eine Brille sinnvoll, weil mir ja jetzt alles ins Gesicht fällt. Bin so gespannt, ob das mit der Absaugung funktioniert. Es gibt so Dinger zum 3D-Drucken, aber habe ich halt noch nicht gemacht. Alter, Alter. So, mal gucken gehen, wo ich rausgekommen bin. Jawohl, Success. Kann wirklich richtig gut oben raus, wo ich es erwartet hätte. Das war eins. Ich brauche mindestens 4 Löcher. Scheiße, es ist sau anstrengend über Kopf. Naja, schon Schlimmeres gemacht. Weiter geht's. Mach jetzt einfach Zeitraffer. Also, Loch in der Decke ist da. Habt ihr gesehen, wie ich es gebohrt habe? Loch im Boden für das gleiche Rohr ist auch da. Loch hierfür ist auch da. Das sieht richtig gut aus jetzt. Also, ist jetzt mein nächster Schritt im Baumarkt gehen. Geil, oder? Baumarkt ist immer gut. Baumarkt macht immer Bock. Und dann brauche ich hier einiges an HT-Rohr, das hier runter geht, darüber. Oben habe ich mir fotografiert, was ich da oben brauche. Das hier kann ich dann wegbauen, Bauschrauben rein, Beton rein, unten das gleiche und dann ist es auch gemacht. Geil, Fortschritt. Sowas kostet immer richtig Zeit, aber wenn es dann gemacht ist, ist geil und wenn man dann die Rohre sieht und so, ist es total befriedigend. Also, das ist ja alles nur Vorbereitung. Vorbereitung ist einfach immer A und O und dauert am längsten, aber lohnt sich dann halt auch. Auch ein ganz wichtiger Schritt vom Einkaufen ist immer Liste schreiben, was man alles braucht. Also hier brauche ich auf jeden Fall schon mal 3 Meter 50er HT. Einfach nur für gerade hoch hier. Dann brauche ich da unten noch ein 20 cm Stück. Dann brauche ich 50 100er T-Stück zweimal. Ja, ich schreibe meinen Rest auf. Was mache ich? Wollen wir in den Baumarkt gehen? Da bin ich dabei, ne? Ja, wäre ich auch. Also ich habe natürlich nicht alles bekommen, was ich wollte, weil ich mir natürlich nicht alles aufgeschrieben habe. Wer hätte das gedacht? Aber hier ist jetzt das alte Ding und es ist ziemlich lose. Hier diese, man hört es sogar, das ist echt lose. Und zunächst werde ich jetzt erstmal das hier abschneiden, weil ich das nicht mehr brauche. So, und das hier kann ja weg. Das ist das alte Rohr. Und wir wollen ja herüber. Das ist echt strange gemacht. Hier ist nicht mal eine Dichtung. Also das ist echt ein bisschen hier Staubvogelzeug drin. Kann ich einfach wieder... Nee, ist verklebt. Ach, behindert. Naja, aber ich könnte hier mit einer Schiebemuffe arbeiten, theoretisch. Weil es ist halt, wie gesagt, nur Luft. Da läuft ja kein Wasser durch oder so. Es geht wirklich nur darum, dass die Luft hier lang kann. Das heißt, wir jetzt hier abschneiden. Und dann kann ich da morgen noch mal eine Schiebemuffe kaufen und es damit machen. Weil das Problem ist ja, ich kann jetzt hier nicht mein Meterstück Rohr von hier oben reinstecken. Deswegen muss ich ein kürzeres nehmen und von hier oben durchstecken. Vielleicht nehme ich sogar das, was ich gerade abgeschnitten habe. Und dann kann ich hier oben mit einem Winkel arbeiten und brauche dann von da nach da eine Schiebemuffe. Aber das ist dann morgen. Das bereite ich jetzt einfach noch mal vor. Und viel mehr kann ich nämlich heute nicht machen, weil ich nämlich essentielle Teile vergessen habe. Wer hätte das gedacht? Ich hasse es, in Zwangspositionen zu arbeiten. Ah. Also 20 cm ist die Decke dick. Das heißt, ich muss eigentlich was von unten hochschieben. Sonst geht's nicht. Blärt. Aber eigentlich sieht es gar nicht so schlecht aus. Weil das hier muss ja hier hin. So. Dann mit diesem wahnsinnig geilen Block fixiert werden. Dann kann hier 90 Grad Bogen drauf und dann da runter. Das ist ja machbar. Also wenn ich hier das hier jetzt irgendwie hier durchkriege, was sehr schwierig ist, aber es geht bestimmt, wenn ich das hier hochdrücke, dann kann ich das schon zuschäumen. Wäre der Hammer. Da hätte ich aber wenigstens eine Sache geschafft. Schauen wir mal. Also es ist zwar 9 Uhr, aber ich habe jetzt trotzdem nochmal gestemmt. Einfach, weil ich wenigstens eine Sache hier schaffen will. Ach, Alter, das geht doch recht leicht hier. Ist das nicht geil? Wuhu! Naja, man muss ja auch mal Glück haben. Ich liebe ja eigentlich HT-Rolle, weil es immer so ein bisschen ist wie mit Lego spielen. Und das? Weil das passt auch fast hier. Ah. Ich will noch ein Stück hoch wieder, wenn es geht. Also. Ah. Jawohl. Es hat funktioniert. Geil, ey. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ah. Freut mich. Das ist auch super stabil. Schauen wir uns das Ganze jetzt mal von unten an. Ein Stockwerk tiefer sieht es jetzt so aus. Ich muss zugeben, da guckt jetzt nicht mega viel raus. Aber um hier das nächste Ding drauf zu stecken, nehme ich mal das hier, reicht es halt einfach. Ja, jetzt müsste ich natürlich jemanden haben, der von oben gegenhält. Wäre natürlich ein Traum. Ziehe ich halt nochmal hier. Da kommt jetzt direkt hier Schaum rein. Geht. Also wenn ihr euch fragt, warum Schaum? Ganz einfach, weil das luftdicht sein soll und tierdicht und so. Ne? Klingt logisch. Muss ich aber irgendwie von der Seite zuhalten, dagegenhalten. Ah, das ist ein bisschen abhaut hier. Oder langsam draufdrehen.
Genau, so nicht. Jetzt hat er verloren. Klebt der Schaum überhaupt nicht, ne? Rinder mit. Jetzt seht ihr, das steht hier so ein bisschen blöd weg. Das ist mir aber echt egal. Das mache ich dann aber mit ein bisschen Hilti-Band wieder an der Wand fest. Beziehungsweise das HT hält das auch von alleine eigentlich. Aber das Beste ist, ich kann jetzt das hier rechts aber abschneiden. Brauchen wir nicht mehr. Aber hier lasse ich das auch nochmal einen Moment, also ein bisschen stehen. Weil wer weiß, ob man da irgendwie nochmal ein Kabel oder so durchlegen muss. Okay, dieses Rohr hatte seine besten Zeiten. Es zersplittert einfach komplett. Ich habe oben einen Stopfen reingemacht. Also dicht ist es. Jetzt schneide ich es mal noch. Ist hier nur gesteckt, ja. Geil, endlich mehr Müll. Lieber Müll. Nicht. Hier ist übrigens kein Rohr in der Wand, habe ich wieder hingehängt. Mann, so gefällt mir das. Jetzt klebe ich noch das da unten ein und dann mache ich Feierabend für heute, beziehungsweise dann klebe ich noch 100er HT-Rohr rein. Dann ist es nämlich alles hier schon mal dicht und ich kann dann hier theoretisch schon die Beliermasse einbringen. Hört sich auch einen Plan an, oder?